Wir wollten eigentlich so vielen Streamern wie möglich ermöglichen, dass sie auch mit ihrem Hobby Geld verdienen können. Und dass auf der anderen Seite die Marketingleute eine richtig geile Ansprache in Livestreams kriegen. Das war unser Ziel, wie wir da gestartet haben. Und daraus ist halt StreamBoost entstanden. So, das ist jetzt roundabout so die Entstehungsgeschichte von StreamBoost. Ja, ich finde es super spannend. Ich glaube vielleicht, was wir noch mal kurz machen können für die Zuhörerschaft, die nicht so mit Twitch irgendwie schon mal Kontakt hatte. Was unterscheidet jetzt deiner Meinung nach Twitch zum Beispiel von YouTube? Und wieso ist Twitch auch in den letzten Jahren vielleicht so gewachsen? Einfach noch mal in ein paar Sätzen dazu. Das macht es, glaube ich, das Ganze noch mal ein bisschen klarer für unsere Ja, Zuhörer heute. ich habe da mal einen ganz guten Satz gehört. Da war ich auf einem Event von Twitch und hatte mit einem sehr großen Streamer da gesprochen. Und der hatte eigentlich den besten Satz, glaube ich, gesagt, den ich da bisher gehört habe dazu. Jede Person findet auf Twitch genau ihren Anschlusspunkt oder ihren Therapeuten. Und das ist auch tatsächlich so, da Twitch halt so breit gefächert ist. Das hast du natürlich auch auf YouTube, aber das ist was anderes. Du kannst halt in Twitch, kann ich immer in Interaktion treten. Das beste Beispiel dafür ist auch, stell dir mal vor, du hast halt einen Fußballclub, auf den du voll stehst, bist voll der Fan davon. Und du kannst jetzt bei jedem Training dabei sein, aber nicht nur das Training dir angucken, sondern du kannst auch mit deinem Lieblingsfußballer reden und der antwortet dir, warum er Sachen gemacht hat. Er sagt dir dann, hey, ich habe das gemacht, das und das, weil das cool ist und weil ich dahinter stand, weil ich das gut fand. Es ist halt, du bist halt sehr nah an der Geschichte. Es gibt dafür tatsächlich auch einen Begriff, das heißt, du entwickelst eine parasocial Beziehung zu deinem Streamer. Parasocial bedeutet im Endeffekt, dadurch, dass du kriegst auch viel in seinem Leben mit. Der erzählt halt viel, teilt mit dir, aber er erfährt ja nicht viel vom Zuschauer. Aber da der Zuschauer so viel Informationen und viel von dem Leben des Influencers mitkriegt, baut er halt eine enge Beziehung auf wie zu einem Freund. Das ist sehr interessant, dahinter zu machen. Und das ist halt auch interessant fürs Marketing, weil wenn dir ein Freund sagt, das ist ein cooles Produkt und ist etwas, womit du umgehen kannst, ist was anderes.